Hallo zusammen, hier ist die Caro mit Theresa Winterfall. Ich möchte mir heute mal wieder ein neues Pferd kaufen. Allerdings wird es keines der neuen Drachenpferde sein, da die ehrlich gesagt nicht ganz so mein Geschmack sind. Aber ich werde stattdessen ein anderes Pferd kaufen. Welches Pferd es werden wird, das werdet ihr gleich sehen. Lasst euch überraschen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Drachenpferde so findet, ob ihr euch vielleicht eins oder beide schon gekauft habt oder ob ihr noch vorhabt, euch eins oder beide zu kaufen. Bei mir ist das mit magischen Pferden so eine Sache. Also entweder liebe ich sie über alles oder sie sind überhaupt nicht mein Geschmack. Also irgendwie gibt es bei magischen Pferden nicht so zwischendrin bei mir, aber das ist ja auch okay. Geschmäcker sind ja verschieden, es muss einem nicht jedes Pferd gefallen. Und unser Reiseziel wird der Golden Hill Valley Stall. Und dann könnt ihr euch eigentlich schon denken, was für ein Pferd es werden wird. Denn dort stehen die Trakehner und die Mavari. Ich werde mir allerdings keinen Trakehner kaufen, sondern ich möchte mir noch einen weiteren Mavari kaufen. Es gibt noch vier, die mir fehlen, und zwar zum einen hier ganz rechts der Palomino, dann fehlt mir noch der Schecke, der Cremello fehlt mir noch und dieser rotbraune hier. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir den Schecken kaufen soll, allerdings ist die nächste Pferderasse, die ins Spiel kommt, das Remake vom American Paint Horse. Das heißt, es werden sehr viele Schecken ins Spiel kommen und dann habe ich nur unausgelevelte Schecken im Stall. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich den hier erstmal noch nicht kaufen werde. Jetzt muss ich noch meine Wahl fällen zwischen dem Cremello und dem Rotbraun. Denn diese beiden finde ich hier mit am schönsten noch von den vier übrig gebliebenen. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich steige mal kurz ab. Was ich an dem Braun so schön finde, ist eben diese besondere Blässe und diesen Touch Rot im Fell. Und den Cremello hier, den finde ich auch irgendwie so schön. Vor allem hat der im Gegensatz zu dem Tigerschecken hier drüben, den ich auch im Stall stehen habe, eben diese Struktur im Fell drin. Die hat natürlich der Braune auch, aber dieser Tigerschecke hier nicht. Oh, ich kann mich einfach zwischen diesen beiden Pferden nicht entscheiden. Ich glaube, dass ich das Glücksrad hinzuziehen werde und das Glücksrad entscheiden lassen werde, denn ich glaube, ich kann mich einfach zwischen diesen beiden nicht entscheiden. Es werden auf jeden Fall irgendwann noch beide einziehen, aber ich möchte mir heute nur einen kaufen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal in den Browser und dann lassen wir einfach das Glücksrad entscheiden, welchen von den beiden Mavaris ich kaufen werde. So, wir sind jetzt hier im Browser und ich habe mir schon ein Glücksrad rausgesucht. Ich werde euch das Glücksrad übrigens unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr das Glücksrad auch gerne mal ausprobieren oder verwenden wollt. Und ich werde jetzt hier rechts die beiden Fellfarben eintragen. Zum einen Cremello und zum anderen Brauner. Ich werde übrigens das Pferd kaufen, das mir das Glücksrad aussucht und nicht das, was zum Schluss übrig bleibt, nur damit ihr Bescheid wisst. Und wir werden jetzt das Glücksrad drehen und ich bin richtig gespannt, welcher von den beiden es werden wird. Und es wird der Cremello werden. Da sind wir wieder zurück im Spiel. Ich habe mir übrigens für beide Pferden schon einen Namen ausgesucht gehabt. Aber wir werden jetzt hier diesen Cremello kaufen und der Name, den ich mir für dieses Pferd ausgesucht habe, ist, jetzt muss ich mal zu ihr runterscrollen, Mann, sind das inzwischen echt viele Namen, aber ich finde das echt gut, dass wir so eine große Auswahl haben. Und zwar möchte ich dieses Pferd Ivory nennen. Ich glaube, das passt echt gut zu dieser Farbe und ich werde Ivory jetzt kaufen. So, der Mavari ist gekauft. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt abholen und wir sehen uns gleich in meinem Heimatstall wieder. Da sind wir jetzt in meinem Stall und dann suchen wir Ivory raus. Da werde ich am besten nach Level sortieren, denn ich habe kaum mehr unausgelevelte Pferde. Ich habe nur noch meine Willow, das ist der Lusitano vom Tag der offenen Tür, zu dem es auch ein Kaufvideo gibt. Dann meinen Araber Rocky, auf dem ich gerade sitze und eben jetzt diesen Mavari, der übrigens ganz klar eine Stute ist. Also für mich ist Ivory definitiv ein Stutenname. Und dann schauen wir uns diese Schönheit doch mal an. Oh, ich finde sie einfach so schön. Ich mag diese Struktur hier in diesem Fell total gerne und ich mag Cremello sehr gerne hier in diesem Spiel. Ich würde auf jeden Fall noch die Gangarten von ihr anschauen wollen, da ich schon eine ganze Weile kein Mavari mehr geritten bin und werde mit ihr auch zum Friseur gehen.
Aber als allererstes suchen wir mal ein vorübergehendes Outfit für sie aus. Ich denke, das kann man erstmal so als vorübergehendes Outfit lassen. Ich werde aber noch die Frisur von meinem Charakter ändern, da ich die Kurzhaarfrisur eigentlich nur gern zu Beanies trage. Hier zu diesem Reithemd trage ich immer lieber die Frisur mit dem Zopf. Deswegen werde ich die noch kurz ändern. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt raus und zum Friseur gehen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nach Feargrove, denn dort ist immer am wenigsten los, wie ich finde. So, da sind wir in Feargrove angekommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die Frisur überhaupt ändern möchte. Aber ich schaue mir die ganzen Frisuren jetzt trotzdem nochmal an. Ja, diese alten Frisuren, die sind nicht so meins bei den neuen Pferden. Vor allem ist da der Schweif irgendwie immer nicht so schön, finde ich. Die Zöpfchenfrisur gefällt mir sonst eigentlich ganz gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die mir jetzt so auf dem Mavari gefällt. Ich glaube eher nicht. Die Ansichten sind hier irgendwie so doof. Ich hätte echt gern eine bessere Ansicht hier von rechts. Da ja die Mähne auch bei dem Mavari vor allem rechts liegt, daher wäre es echt gut, ein bisschen eine bessere Ansicht von rechts zu haben. Aber ja, diese alten Mähnenstile, die sind einfach nicht so meins bei diesen neuen Pferden. Die Stehmähne mag ich total gerne, aber ich glaube, die mag ich eher bei Wallachen und Hengsten. Und da das ja ganz klar eine Stute ist, glaube ich, lasse ich die Standardmähne. Ich möchte jetzt aber noch kurz in den Shop gucken und schauen, ob es noch irgendwelche Mavari-Trensen gibt, die ich noch nicht besitze. Zaumzeug und hier sind die Mavari-Trensen. Da gibt es noch das komplett silberne. Ich glaube, das passt nicht so gut. Das goldrote, das ist jetzt auch nicht so vorteilhaft hier auf der Farbe. Und dann gibt es noch das türkis-silberne. Das sieht eigentlich irgendwie richtig schick aus hier auf dieser Farbe. Ich glaube, das kaufe ich mir noch. Ich werde es mir aber von Schillingen kaufen. Ich habe noch ein paar Items bei mir im Rucksack, die ich verkaufen kann von Archäologie in Epona. Das werde ich jetzt kurz machen. So, ich habe jetzt über 9000 Jorvik-Schillinge. Das heißt, das reicht auf jeden Fall jetzt für die Mavari-Trense. Die werde ich jetzt noch kaufen, denn ich finde, die passt echt richtig gut hier auf diesem Cremello, auf dieser Fellfarbe. Die wird noch gekauft, aber ich lasse jetzt erstmal hier dieses rosane Outfit auf Ivory und dann sehen wir uns irgendwo auf einem Paddock wieder, wo ich mir die Gangarten noch mal ein bisschen genauer anschauen kann. Bis gleich! Ich habe mir hier den Paddock oder den Reitplatz bei Deuce Farm ausgesucht. Hier ist immer recht wenig los. Ich werde die Gangarten nicht mehr wirklich im Detail kommentieren, sondern einfach nur zeigen, falls es jemanden von euch gibt, der die Mavaris noch nicht kennt und die Gangarten vielleicht sich mal anschauen möchte. Und auch ich möchte sie mir noch mal anschauen, da es jetzt schon ein paar Monate her ist, dass ich den Mavari das letzte Mal geritten bin. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz gut daran erinnern, wie die Gangarten waren. Wir sind jetzt hier gerade im Trab, dann gehe ich noch in den leichten Galopp. Also ich mag die Mavaris richtig, richtig gerne. Es gibt ja einige Spieler, die nicht so mögen, weil sie eben so dünn sind, aber das ist halt einfach diese Pferderasse. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Mittelgalopp. Auch super, super schön. Und dann gehen wir noch in den Renngalopp und machen den Schnellstopp. Dann werde ich noch rückwärts richten. Das mag ich irgendwie richtig gerne hier, das Rückwärtsrichten vom Mavari. Das Steigen. Und das Allerwichtigste, die Spezialanimation, das Verbeugen. Sehr schön, mag ich richtig, richtig gerne. Das Einzige, was ich jetzt euch noch zeigen möchte, ist der Sprung. Den habe ich noch vergessen. Das war der Sprung aus dem leichten Galopp, aus dem Mittelgalopp
und aus dem Renngalopp. Da fällt mir gerade etwas auf. Das Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass der Hintern hier hinten so eckig ist im Sprung. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, bei den anderen Mavaris, die ich geritten bin, die ich im Stall stehen habe. Aber das macht nichts. Das ist, wie gesagt, mir jetzt monatelang nicht aufgefallen, sondern erst jetzt beim Kauf vom vierten Mavari finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt immer drauf achten, da ich es jetzt weiß. Ich schaue mir das nochmal an. Ja, das sieht irgendwie nicht so schön aus. Aber der Rest gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Die Mavaris sind eine echt tolle Pferderasse hier im Spiel. Und dann würde ich mich hier an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.